Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobot. Im letzten Part haben wir das dritte und das vierte Level komplett abgeschlossen. Und damit hat sich uns der Weg zum Boss aus Welt 1 eröffnet. Hier ist er. Und ich würde sagen, den wollen wir jetzt dann auch gleich mal angehen. Hi! Ich bin gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Und ich bin auch gespannt, wer es sein wird. Vielleicht ist es ja wirklich dieser mechanische Wispy-Wutz da. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gesagt. Das heißt, dafür bestimmt erstmal noch ein paar Fähigkeiten vielleicht aus. Und kriege erstmal noch hier ein bisschen Nahrung. Habe ich zwar eh schon, aber ich nehme mal das hier. Vielleicht ist die besser als die andere, keine Ahnung. Genau, da unten darf man noch ein paar Fähigkeiten jetzt aussuchen. Also entweder kann ich hier beim Beam bleiben. Oder ich nehme, ich denke mal, das ist Elektrizität. Das ist halt Doktor und das hier ist Bumerang. Soll ich vielleicht Doktor nehmen, weil da halt noch schön neu ist hier? Oder ist es Elektrizität hier schon, oder? Ja. Dann nehme ich jetzt mal den Doktor, würde ich sagen, weil der halt neu und cool ist irgendwie. Ist, glaube ich, keine verkehrte Idee. So, da muss ich mal mit den Fähigkeiten ein bisschen vertraut machen hier. Aber das dürfen wir schon ganz gut hinkriegen. So. Okay. Hier muss ich rein. Okay, und dann geht's auch schon gleich los. Es ist offenbar kein Roboterkampf, sage ich jetzt mal. Es wird bestimmt auch ein paar Bosskämpfe geben, die ich dann als Roboter-Kirby bestreiten muss. Aber der hier, der erste, ist offenbar erstmal ohne. Und ja, okay. Es ist tatsächlich. Yay. Ich bin gespannt, wie du gleich heißen wirst. Aber es ist quasi Wispywurz, ne? Cyber-Wispy ist das. Ja, Wispywurz ist ja wirklich so ziemlich immer der erste Boss in einem Kirby. Also oder der erste Hauptboss sogar. Ich will jetzt mal kurz Start drücken, weil ich glaube, genau, wenn ich Start drücke, dann kann ich mal bei den Bossen auch immer mir besondere Texte anzeigen lassen. Wispywurz kann dank eines Upgrades nun frei herumlaufen und seine Beine als Bohrer einsetzen. Ja, stimmt, frei rumlaufen konnte er noch nie, der ist sonst halt immer nur verwurzelt gewesen, logischerweise. Außerdem hat er genug Kraft, um große Schrauben zu drehen. Als Exper okay, dann ist hier wieder der Doktor, okay, alles klar. Muss ein bisschen aufpassen hier auf den. Okay, ich werfe erstmal jetzt ein paar Pillen, oder will ich? Was macht der alles? Ich werde natürlich auch viele seiner Angriffe sehen, natürlich. Logischerweise. Ich will übrigens eigentlich auch so wenn es in dem. Hilfe. Ich will übrigens auch hier in dem Spiel, wenn es geht, so selten wie möglich hier meine Blockfähigkeit benutzen. Weil ich halt die irgendwie ein bisschen langweilig finde, wenn ich einfach alles halt ablocken kann und dann halt mir gar nichts anderes anhaben kann. Finde ich irgendwie ein bisschen langweilig teilweise und deswegen, das will ich... Nein! Ah, jetzt habe ich nicht den Schattenschenk gesehen. Das will ich nicht so häufig benutzen sogar, ehrlich gesagt. Okay, jetzt beginnt seine Phase wieder von vorne. Ich denke mal, wir haben jetzt schon seine komplette Phase sogar gesehen vielleicht. Also ich denke mal, das ist alles seine Angriffe waren, die jetzt einfach immer wieder wiederholen wird, denke ich mal, oder? Ich glaube mal schon, okay. So, also hier macht er jetzt wieder das hier. Währenddessen... Ich weiß nicht, ob ich ihn währenddessen irgendwie auch treffen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er muss sich einfach ausweichen hier. Am besten ist einfach, wenn man hier in einer Ecke fliegt, dann kann eigentlich gar nichts passieren. So. Jetzt kommt er, glaube ich, in der Mitte. Ah, ne, erstmal auf der linken Seite, ist auch gut. So. Ich werde ein paar Pillen ihm entgegenwerfen. Jetzt kommt er in der Mitte, genau, ich lade mal auf. Bam! Oh, schön viele Pillen entgegengeworfen. So, jetzt will ich hier auf die linke Seite wieder gehen, weil es kommt auch von da. Richtig, okay. Haben wir hier das auch, genau, das ist ja auch ganz cool. Hier sprinten, also laufen und dann B gedrückt halten in der Luft kurz. Dann kann ich hier ganz, ganz viele Pillen raushauen. Okay, die erste Phase ist schon vorbei offenbar. Jetzt macht er gleich was anderes. Oder ist er schon tot? Nein, kann er nicht. Seine Lebensanzeige sagt es uns. Was denn jetzt? Okay, kann ich jetzt hier 3D-mäßig rumlaufen oder wie? Okay, kann ich? Oh, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool gemacht. Was ist mit meinen Pillen? Fliegen die da jetzt auch? Die fliegen da jetzt auch so durch die Gegend. Das ist ja cool. Okay, nein! Hilfe! Kirby, renn! Renn, was das Zeug holt. Okay, das ist ja richtig cool gemacht hier. Das ist eine voll coole Idee, finde ich. Ja, das ist echt ganz schön, dass hier teilweise in dem Spiel auch irgendwie teilweise 3D-Elemente so ein bisschen vorkommen. Das gefällt mir echt ganz gut. Ich will am besten noch alle seine Attacken auch wieder sehen, bis er dann gleich wieder vielleicht angerannt kommt. Weil damit sein Muster vielleicht wieder von vorne losgehen. Okay, jetzt läuft er wieder, jetzt kommt er wieder angerannt. Ich denke mal, dass eben ab jetzt dann sein Muster sich wieder von vorne wiederholt, oder? Oder ist gerade eben auch schon? Ja, ich glaube schon, oder? Ich meine schon, ja. Dürfte, glaube ich, schon jetzt passen. Alles okay. Dann jetzt will ich noch ein bisschen weiter draufhauen. Nein, nein, oh Mann, ey. Ich dachte, oh Gott, ey. Nein, ich will die Fähigkeit wieder haben. Ich will die haben, ich will die haben. Okay, ich will nicht dich mit den Sternen killen müssen. Ich will es so machen, auf jeden Fall mit dem Doktor. Obwohl, ich glaube, ich muss ihn gar nicht unbedingt mit den Sternen killen, weil er wirft ja auch immer einige Steine nach mir. Und ich glaube, die Steine könnte ich auch einsaugen und dann zu Stein-Kirby werden. Das geht bestimmt auch. So, letzte Phase. Was macht er denn jetzt noch alles? Was zum Teufel, Wispy, was tust du? Okay. Ja, was ist denn das jetzt? Okay, jetzt habe ich nur noch ganz, ganz wenig Platz hier irgendwie. Kann ich hier nach oben fliegen? Nein, oh Mann, das mache ich eigentlich, Idiot. Gib wieder her, schnell. Okay, muss ich jetzt nach oben fliegen hier, oder? Oh Gott, Hilfe. Okay, ja, dann muss ich jetzt immer genau hingucken, wo die Dinger jetzt immer runterfallen und wo ich dann in Sicherheit bin. Wie kann ich mit Schaden machen? Überhaupt? So wahrscheinlich. Oh mein Gott, nein, er will mich töten, Hilfe. Okay, hier auf jeden Fall die oben B-Fähigkeit einsetzen, ja. Hilfe. Ich will noch... Oh mein... Ja, hör doch auf auszurasten, du... Ist okay. Hör auf auszurasten. Ich will ihn doch gar nicht töten. Ich will noch warten, ob er noch eine andere Attacke auch drauf hat. Danach beim nächsten Mal werde ich ihn da töten. Wenn ich wieder eine Chance habe.
Er hat nämlich noch einen anderen Angriff. Ja, er kann auch hier mit Raketen schießen. Und ich will ganz gerne, ihr kennt mich ja, ich will ganz gerne immer alle Angriffe oder die allermeisten Angriffe zumindest eines Bosses immer sehen, bevor ich ihn kalt mache und ihm auch ein bisschen eine Chance geben. Weil Wispyburz war jetzt, oder halt hier der Cyber-Wispy war jetzt noch nicht so schwierig bisher. Das ging eigentlich alles. So. Dann nach oben B jetzt eben und hier jetzt ein bisschen ihn töten. Und hier mit den Chemikalien oder auch Pillen in die Fresse werfen, reicht auch aus. Und eine effektvolle Explosion. Auch cool. Irgendwie sieht es aus, als würde er jetzt weinen fast. Der Arme. Warum sind jetzt eigentlich drei Kirbys? Bin ich jetzt irgendwie verwirrt, warum waren da jetzt drei? Hm. Keine Ahnung. Naja. Okay, eins von den Beinen von diesem Ding haben wir jetzt zerstört oder so. Dann Orte der Ordnung ist Welt 2, aber die fangen wir erstmal beim nächsten Mal an. Ich will in diesem Part noch dieses Extra-Level da machen. Erstmal. Yay! Du hast die gegnerische Basis zerstört und den Weg zur nächsten Welt geräumt. Okay, cool. Und hier gibt es auch dann schon 12 Blöcke oder dann vielleicht sogar noch insgesamt 13, wenn es die auch in eine Bonuswelt geben würde oder so. Aber erstmal, ich will wieder zurückgehen zu Welt 1, genau. Schön mit Pfeil signalisiert, dass ich hier wieder zurückgehen kann. So. Yay. Und ich will jetzt eben noch das Bonus-Level angucken. Ich weiß nicht genau, ob das dann gleich besonders schwierig werden wird oder so, weil ich weiß nicht, wofür das Ex steht. Vielleicht steht es eben für Experte oder für, keine Ahnung, eine Ex-Freundin von Kirby oder so, die das Level gebaut hat, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Okay, wir starten dann mit dem Roboter drin von Anfang an. Gefällt mir schon mal. So. Hui. Und ich muss hier offenbar viel drehen. Erstmal am Anfang andersrum. Okay, ganz nach oben. Es gibt ja auch in dem Level nur einen einzigen von den Roboblöcken. Ich weiß es nicht, ob es hier auch überhaupt natürlich einen seltenen Sticker gibt. Kann auch sein, dass es hier gar keinen seltenen Sticker geben wird in dem Level. Weiß nicht genau. Sehen wir dann schon noch. Ich muss hier offenbar viel schrauben. Ja gut. Muss ja mal rechts sein. Hui. Okay. Finde ich auch mal den... Ja, hier finde ich eine Fähigkeit. Dankeschön. Den Bomben-Kirby. Okay. Da oben will ich ganz gerne hin. Mach mal hier so. Zack. Kann das nicht kaputt... Okay, ich muss jetzt versuchen, deine Bomben... Das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Ich muss eine Krallenmine hier reinlaufen lassen. Und erst dann bin ich hier nach oben gekommen, weil ihr da dann den Schalter aktiviert habt. Okay, habe ich dann erst zu spät gesehen, aber passt ja noch. Gut, dann hier euch will ich auch einmal wegbrutzeln ein bisschen. So, nimm mal das hier, alle. Okay, dann dich drehe ich auch raus. Hui. Und hier ist nochmal ein Bomben... Ne, doch mal ein Bombentyp hier, aber ich habe ja schon die Bombenfähigkeit. Die Bombenfähigkeit ist ziemlich cool eigentlich, aber ich mag trotzdem andere Fähigkeiten mit dem Roboter, glaube ich, ein bisschen lieber. Ja, ich will auf jeden Fall hier sowas machen. Ne, will ich nicht. Warte mal. Was macht der Schalter? Oh. Das war ein... Oder? Hä? Ach so. Ah, okay. Verstanden. Okay, ja, verstanden. Ich will das hier... Nein, das war falsch. Ja, das ist eigentlich nur verstanden und mach's falsch. Ich will dich hier reinlaufen lassen. Jetzt will ich das Ding aktivieren, dass die dann da nach oben laufen kann. Und dann kann ich hier den Schalter aktivieren und komm hier hin. Okay, also hier muss man offenbar jetzt einige Rätsel lösen hier. Mit dem Bombenroboter Kirby oder so. Okay, wenn es jetzt noch so weitergeht und dann weiterhin solche Rätsel kommen, dann fände ich das ziemlich cool. Ich bin gespannt, was uns hier noch so alles erwarten wird hier in dem Level. Aber wirkt bisher ganz cool, finde ich. Okay. Also hier dran drehen. Und jetzt habe ich wieder zwei Wege natürlich, die ich gehen kann. Ja, nee, Kirby, machen wir wieder rückgängig. Ja, so will ich es. Nein, Kirby, andere Richtung. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier diesen Weg entlang, den unteren. Ich kann mal schon mal gucken, was beim oberen ist. Das ist wieder ein Schalter. Okay. Dann hier ist wieder ein Bombentyp. Ja, aber stimmt mal, ich habe schon die Bombenfähigkeit. Und da oben ist der seltene Sticker. Okay, dann will ich natürlich dahin kommen. Und hier kann ich erstmal gar nichts machen. Gut, dann will ich erstmal da nach oben gehen. Und gucken, ob ich da irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Wir schauen mal. Da ist ein Schalter. Der öffnet mir das hier wahrscheinlich. Ja, mach ich mal. Nur auf kurze... Okay, aber nur ganz, ganz kurze Zeit. Das heißt... Ich will hier zwei reinschicken. Genau. Dass nämlich die andere da noch außen rumlaufen muss und dann erst den Schalter aktiviert. Und das sind richtig coole Rätsel hier, finde ich. Das sind richtig, richtig coole Rätsel, die wir jetzt ja lösen müssen, um hier immer weiterkommen zu können. Oder halt, ja, weiterkommen müssen wir damit ja nicht, nee. Aber um halt an die ganzen Bonusgegenstände, egal ob jetzt Sterne oder halt hier den seltenen Sticker rankommen zu können. Also es gefällt mir echt richtig gut, was wir jetzt hier alles für Rätsel lösen müssen mit dem Bombenroboter. Das finde ich echt cool. Okay, jetzt erstmal wieder raus, hier. Und ich habe wieder den Doktor. Gut. Und weiter geht's. Was kann man jetzt hier noch alles? Was bist du denn für einer? Kopier. Bist du auch neu? Spiegel, okay. Ich glaube, die Spiegelfähigkeit ist sogar tatsächlich auch eine komplett neue Fähigkeit. Die ist auch... Was zum... Okay. Die ist auch davor noch gar nicht gab. Der kann einfach mal sich kopieren, der Typ. Das gefällt mir gar nicht. Stimmt mal bitte. Was zum... Okay, ja, ich muss mal kurz wieder durchlesen. Diese mysteriöse Power zur Vervielfältigung verwendet magische Technik. Beim Blocken reagiert sie auf erlittene Attacken mit automatisierten Kontern. Okay.
Spiegelschnitt, Reflexpower, Spiegelbild, Spiegelbild Himmel, Spiegelbild Ring, Reflexblock. Okay, nur sechs Fähigkeiten aber. Oder sechs Moves. Einfach nur B ist der Spiegelschnitt. B gedrückt halten, Spurt und B. Oben B, unten B und L oder R. Okay, das ist sogar ziemlich einfach hier, die ganzen Moves auszuführen. Das sollte ich hinkriegen. Also erstmal einfach nur B. Ist einfach nur hier. Mann, du Arsch, hör doch auf zu nerven. Einfach nur B ist hier einfach nur so ein. Ja, so ein Schnitt nach vorne. Okay. Dann während dem Spurt. Ist es das hier, so aufteilen? Was zum Aufteilen? Das kann ich in der Luft machen. Und das ist so ein bisschen diagonal. Das kann ich auch lenken, glaube ich, oder? Kann ich das lenken? Oder nicht? Ich weiß nicht genau. Es wirkte so, als könnte ich es lenken. Oder? Aber wenn man es lenken kann, bin ich mir nicht ganz sicher, wie. Vielleicht kann man es auch doch nicht lenken, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Oben B ist das hier. Okay, unten B ist das hier. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Und B gedrückt halten kann ich auch noch. Und das dann hier sowas. Okay, und da kann ich auch dann auch Projektile auf einen Gegner wieder zurückschießen. Okay. Ich glaube, damit kann man natürlich auch einige coole Rätsel hier anstellen. Ich weiß nicht genau, ob das ganze Level jetzt dann gleich noch weiterhin auch auf Rätsel basieren wird, wie auch schon bisher. Ich kann natürlich, kann ich den Typen hier auch killen? Sogar obwohl er im Hintergrund steht. Geht das? Warte mal kurz. Das geht sogar. Wow, das ist ja cool. Okay, ich kann die da. Ich kann die vom Vordergrund aus killen und den Typen natürlich auch. Also alle Gegner mit Fernattacken. Ja, mit Fernattacken sind kein Problem mehr für mich hier mit dem Spiegel, weil ich kann die einfach zurückschicken, ihr ganzen Projektil. Das, und auch wie Kirby sich nach vorne bewegt, ist auch natürlich sehr interessant, ne? Also wenn er läuft, dann nicht. Aber wenn er rennt, dann macht er hier sowas. Okay, ist ganz cool. So, und du darfst auch mal. Ich glaube, die Gegner sind übrigens besondere sogar ein bisschen, weil wenn ich. Ich glaube, wenn ich diese Gegnerart, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, wenn ich versuche, die einzusaugen, werden die doch, glaube ich, irgendwie aggressiv oder so. Ist da nicht irgendwas mit denen? Ich kann mich auch täuschen. Ich weiß es genau. So. Hier durch. Hui, das sieht auch super stylisch einfach nur aus, wie Kirby sich da bewegt. Mal das hier. Und ja, okay, das, aber die Reichweite ist natürlich nicht ganz so hoch von dem Spiegelding hier. Das bringt eben natürlich was, wenn ich halt gegen einen Gegner kämpfe mit einem Projektil. Aber ansonsten ist der Spiegel vielleicht gar nicht mal so mega gut, aber gegen Gegner mit dem Projektil schon. Zum Beispiel gegen die, okay, gegen die Spiegeltypen selber kann ich das auch einsetzen. Da gewinnt dann mein Spiegel gegen ihren, quasi. Okay. Ja, da oben will ich die Bombe, glaube ich, gleich aktivieren. Ja, mache ich auch sofort mal. Moment. So. Zack. Yay. Dann hier nach unten und hier rein. Und jetzt bin ich hier, ja. Kann ich hier nach raus. Okay, ich kann hier nach oben springen. Jetzt war ich fast erwischt worden. Kann hier nach oben springen, krieg einen weiteren Sticker, ein paar Sterne und komme hier wieder zurück, oder? Genau, und kann hier wieder raus. Okay, alles klar. Aber der Roblox fehlt immer noch, den will ich immer noch ganz gerne haben, natürlich. So, und ich will euch wieder zurückschicken, die Dinger. Bam. Ja, das ist ziemlich cool auf jeden Fall, dass einem hier jetzt so ein bisschen die Spiegelfähigkeit ein bisschen in dem Level auch vorgestellt wird, quasi. Finde ich ziemlich cool. Ich will mal kurz gucken, aber ich glaube, ich habe doch jetzt schon alle Fähigkeiten hier eingesetzt, ne? Spurt und B, B gedrückt halten, oben B, unten B. Ja gut, nee, Reflex habe ich noch nicht gemacht, genau. Da habe ich hier so ein Schild. Was passiert da? Ja, vielleicht kann ich auch einfach, während ich ein Schild habe, auch alle möglichen Projektile zurückschleudern. Das kann auch sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht brauche ich die Steinfähigkeit sogar hier, wenn ich den hier bekomme, einfach so. Aber ich bleibe jetzt erstmal beim Spiegel, weil der ein bisschen cooler ist als der Stein, finde ich. Das ist natürlich auch ganz witzig, die Attacke, aber ich weiß nicht, ob die so sinnvoll ist irgendwie. Da kann ich halt Gegner um mich herum treffen, aber hat jetzt keine so mega hohe Reichweite, die Attacke, finde ich. Aber na gut, muss ich auch nicht unbedingt. Aber der Spiegel ist trotzdem auf jeden Fall eine sehr schöne Fähigkeit, weil ich halt eben vor allem gegen Gegner gut vorgehen kann, die ein Projektil haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. So, aber hier jetzt, ist es nicht so einfach, gegen die jetzt vorzugehen. Also hier wäre jetzt auf jeden Fall der Stein schon besser, weil hier könnte ich mit dem Stein sehr einfach halt hier nach, einfach nach unten, ja, nach unten mich fallen lassen und dann sehr einfach gegen die ganzen Gegner hier vorgehen. Wie komme ich jetzt an den Sticker? Ja. Ne, Hilfe! Hilfe! Wie komme ich jetzt an den Sticker ran? Ich muss irgendwie oben entlang laufen. Wie mache ich das? Weiß ich noch nicht genau. Ja, doch, ich weiß schon. Jetzt dann gleich raus und dann da wieder oben zurücklaufen. Ja, okay. Komme ich jetzt raus? Ja, so halb. Ja, hier ist die Schlaffähigkeit. Die will ich übrigens nicht haben. Aber ich werde es vielleicht trotzdem gleich mal zeigen. Ja, ich will erstmal in die Röhre rein. Genau, mit der Röhre komme ich nämlich hier hin. Ja, sehr schön. Kann hier nach oben gehen. Krieg ein paar Sterne. Yay. Und hier auch noch einen weiteren Sticker. Aber wie gesagt, der Roblox fehlt immer noch und den möchte ich immer noch ganz gerne haben. Ich hoffe, ich werde ihn noch finden. Ich bin schon gespannt. So, die Schlaffähigkeit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Schlaffähigkeit schlecht ist und dass man die eigentlich nicht nehmen sollte. Das ist jetzt wahrscheinlich ein großer Fehler. Ich mache es jetzt einfach trotzdem mal, weil ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, was die jetzt nochmal genau konnte. Ich schau mal schnell. So. Schlaf. So, und Kirby legt sich pennen. Und das heißt jetzt was? Ich mache mal kurz Pause. Schlaf ist unverzichtbar, aber er macht dich unbeweglich. Und es ist gefährlich, am falschen Ort einzuschlafen. Du wirst aber rasch wach, wenn du ein paar Knöpfe drückst. Okay, schlafen, aufwachen, schnell in verschiedene Richtungen drücken. Okay, also wie gesagt, Schlaf ist einfach nur total schlecht, weil währenddessen bin ich dann sehr angreifbar. Und das hat man auch nur einmal kurz. Also Schlaffähigkeit sollte man immer versuchen zu meiden. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, weil ich eben nicht mehr genau wusste, wie der Effekt war. Ich wusste nur noch, dass Schlaf auf jeden Fall irgendwas Schlechtes ist. Haben wir jetzt nochmal gesehen. Okay.
So, wo ist... Oh Gott, das war jetzt sehr knapp übrigens. Ich wäre ja fast einfach so runtergesprungen. Wo ist der verdammte letzte Roblox? Oder was ist letzte? Der überhaupt der Roblox, der einzige in dem Level. Wo ist der? Ich würde den echt gerne noch finden eigentlich. Ich habe bisher noch kein Glück. Ich werde trotzdem noch mal kurz hier nach unten gucken, ob er da irgendwie nicht irgendwo ist vielleicht. Nee. Ich bin immer so ein bisschen paranoid, ob der nicht vielleicht irgendwie in Schluchten unten sein könnte, weil das sieht man ja auch häufiger mal in Jump'n'Runs. Vor allem halt hier in einem Jump'n'Run, wo der Hauptcharakter unendlich lang fliegen kann. Da kann es halt schon auch mal sein, dass dann in Schluchten irgendwie mal noch ein Secret ist. Jetzt habe ich zwei Wege. Ist das hier richtig? Ja, das sieht richtig aus. Deswegen gehe ich erstmal den oberen Weg. Der obere Weg sah eher nach Secret aus, finde ich. Ja, okay, hier ist nur ein One-Up. Das ist mal auch nicht schlecht. Ja, One-Ups bringen hier nicht so viel, wie gesagt, weil halt immer, wenn ich das Spiel ausschalte, wieder neu starte, ich dann wieder mit 7 Leben starte, offenbar. Und da wäre mir jetzt auf jeden Fall der Roboblock deutlich lieber gewesen. Ja, und die ganzen Gegner, gegen die ganzen Gegner aus dem Hintergrund kann ich jetzt nichts mehr machen, weil ich meine Spiegelfähigkeit leider blöd hergegeben habe, weil ich wieder die Schlaffähigkeit zeigen wollte. Aber wir wissen auf jeden Fall in Zukunft, dass ich die Schlaffähigkeit nicht mehr benutzen will, auf jeden Fall. Das merken wir uns. So, Schwert wieder, okay. Der ist ja ganz cool eigentlich, der Schwert-Kirby. Und weiter geht's. Das Level scheint noch ziemlich lange zu sein, aber ist natürlich auch gut so, denn mir fehlt ja auch immer noch, wie gesagt, der Roboblock, den ich noch finden will hier auf jeden Fall irgendwo. So, und hier, okay, kommst du nochmal gleich im Bosskampf oder wie? Was ist das hier für eine Fähigkeit? Also wieder der Spiegel. Oder der Pfeil und Bogen. Ich glaube sogar, der Pfeil und Bogen gefällt mir sogar besser tatsächlich, aber ich soll jetzt mal den Spiegel benutzen. Ich glaube, der Pfeil und Bogen ist nämlich nicht neu, den dürfte es auch schon in anderen Kirby-Spielen gegeben haben. Deswegen, ich bleibe jetzt mal beim Spiegel, weil der neu ist. Vielleicht ist es ja von Vorteil, wenn ich jetzt den benutze, weil jetzt dann gleich ein Boss kommt, der Projektile auf mich schießen wird oder so. Dann ist natürlich das schon ganz gut auf jeden Fall. Gib mal her, das Ding. Aber okay, ich kann einfach zwischen denen hin und her wechseln. Ich weiß jetzt nicht, welches von den beiden besser ist. Vielleicht kann eins der beiden mein Leben irgendwie mehr auffüllen als das andere. Ich nehme mal das hier, diesen Kuchen oder was. Ja, nicht. Oder keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich nehme mal das hier jetzt mit. Nächstes Getränk. Hilfe. Aufpassen. Ich will auf jeden Fall hier ganz langsam nach vorne gehen, dass ich hier alles mitnehmen kann. Nein, okay, ich will auf jeden Fall. Ich will auch nicht fliegen, weil ich ansonsten zu langsam bin. Und hier oben kämpfen wir jetzt. Ich hab ein bisschen Gegenwind immer noch. Ritter Ramkamp 2.0. Was zum Teufel? Okay, was ist ein Gegner mit einer Fernattacke? Deswegen gegen den sollte ich ganz gut vorgehen können. Ja, kommt angerannt. Ja, oh mein Gott. Okay, aufpassen auf jeden Fall. Ich kann mal auch, während ich hier so ihn treffe, kann ich ihn auch einfach so damit schon Schaden machen. Oder halt eben Projektile zurücksteuern, wie gesagt. Okay, ist ganz cool, denke ich. Nimm das und das und das. Hilfe, weg hier. Nein! Ah, Mann, du Arsch. Gib her. Nein, Kirby, nimm wieder. Okay, sehr schön. Spiegel wieder. Geh mal weg hier bitte. Es ist schwierig natürlich auf die rechte Seite zu kommen, weil ich da halt Gegenwind habe. So, nimm wieder das. Was heißt nochmal die Rennattacke? Genau das hier. Das muss man häufiger einsetzen. Dieses Kopierdingens ist da. Da kann ich mir, glaube ich, auch ganz guten Schaden machen. Aber ist, glaube ich, auch ein bisschen riskant irgendwie die Attacke. Ich weiß nicht genau. Da mache ich lieber hier das hier. Das Spiegelgedöns. Vor allem, wenn er wieder schießt. Was macht denn der jetzt? Okay, das kommt jetzt gleich angeflogen. Oh mein Gott, war das jetzt schnell. Kann ich das auch zurücksteuern, das Teil? Das Fette da? Ich weiß nicht genau. Sondern das hier und. Stirb! Will ich mir seine Fähigkeit nehmen? Nee, also da will ich ja die Bumerang-Fähigkeit. Ja, der kann mir immer noch Schaden machen, obwohl er tot ist. Okay, also es sieht so aus, kann immer noch Schaden machen. Aber meine Lebensleiste hat nicht abgenommen. Naja, auf jeden Fall, ich hätte es eben ihn kopieren können und hätte dann hier die Bumerang-Fähigkeit bekommen können, aber nee, spiegelt es mir da lieber. So, nach unten. Und da ist aber schon das Ziel jetzt. Noch nicht ganz, da oben ist noch was. Ist da jetzt noch irgendein Trick dabei? Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt das aktiviere, dass dann irgendwie ein Trick dabei ist. Ich mache es aber trotzdem mal. Ne, passt aber. Okay, ich kriege einfach die Truhe geschenkt. Okay. Vielleicht ist es einfach in den Bonusleveln auch so, dass man immer den Roboblock einfach geschenkt bekommt. Ich denke mal, der ist jetzt hier drin. Okay. Vielleicht kriegt man den einfach da immer geschenkt. Das kann sein. Yay. Alle Roblox in Level 1 irgendwas. Was war das genau? Keine Ahnung. 1 extra halt oder so gefunden. Okay. So, vielleicht ist auch übrigens das, für was X steht. Extra. Also extra oder Experte oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Yay. Auf jeden Fall auch das geschafft. Und wieder mal Bonusspielchen. So, Moment. Ich will über die 1 bekommen natürlich. Na, das waren nur die 2. Scheiße. Jap. Ach man. Naja. Hi. 1 wäre mir lieber gewesen. Bei 1 ist ja auch der Tanz von Kirby ein bisschen länger und auch cooler. Aber, ne, müssen wir erstmal mit der 2 leben. So, hier haben wir Top Speed aus Kirby's Air Ride. Dann haben wir den seltenen Sticker Taranza aus Kirby Triple Deluxe. Und noch einen weiteren, nämlich die Ziffer 8 hier aus Kirby Planet Robobots. Und nochmal einen sogar, okay. Das ist aber der letzte. Die Mega Nova auch aus Kirby Triple Deluxe. Ja, die Mega Nova kenne ich auf jeden Fall, diese super Mega-Fähigkeit, wo ja einfach mal alles, und zwar wirklich alles und jeden einsaugen kann. Kann er eh schon, ja, mit der Supernova noch mehr. Okay. Gut, Leute.
Dann würde ich also sagen, was ist erstmal für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobots? Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird mit Welt 2, Orte der Ordnung. Freue ich mich schon sehr drauf, denn wie gesagt, habe ich euch schon häufiger erwähnt, bisher gefällt mir das Spiel echt ziemlich gut. Vor allem vor allem auch die Rätsel, die man teilweise lösen muss, gefallen mir auch. Aber auch die Gegner, die Bosse, die ganzen Fähigkeiten, die man von den Gegnern kopieren kann, das ganze Gameplay im Allgemeinen. Mein gefällt mir bisher echt sehr gut, deswegen ich freue mich auch schon sehr auf Welt 2. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.